Sonntagmorgen, 6.30 Uhr. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es nichts Schöneres im Leben, als jetzt 200 Kilometer zu einer Laufveranstaltung zu fahren, um da seine Zeit hinzubekommen. Na gut, auf geht's. Ja, hallo aus Rostock. Ich bin heil angekommen. Fahrt war etwa 2 Stunden. Mal gucken, wie ich die verdaut habe. Ich habe meine Startnummer geholt. Im Hintergrund hört man ein bisschen Musik. Laufen die Vorbereitungen. Ich bin wie immer sehr, sehr früh da. Und ja, mal schauen, was das heute wird. Und gucke mir jetzt noch mal ein bisschen die Gegend hier an. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute jemand ganz Tolles hier den Startschuss macht. Das ist nämlich der Timo Liedemann vom 1. LAV Rostock. Der hat so ein bisschen mit aufgebaut. Und der ist immerhin deutscher Meister über 800 Meter. Ja, 2018 in Rostock geworden bei der deutschen Meisterschaft der U20 und U23. Das war ein tolles Erlebnis für mich. Top-10-Platzierung in einem Stadtlauf werde ich mit Sicherheit so oft nicht mehr in meinem Leben erleben. Dass ich das überhaupt noch erleben darf, war sowieso schon heavy. Alles gut, ich bin total zufrieden. Die Zeit ging sicherlich noch ein bisschen, aber sie ist top organisiert gewesen. Ein bisschen mehr Zulauf, waren so etwa 200, 250 Läufer heute am Start. Und ja, ich glaube, das kann was werden hier. Der Kurs ist ja ganz nett. So, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Auf mich wartet ein bisschen Autobahn und freue mich wieder in Hamburg zu sein. Jetzt rechts abbiegen. Rückfahrt war noch mal gefühlt ein bisschen anstrengender, als die Hinfahrt schon anstrengend war, aber alles gut. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr auf die Glocke drückt, um meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr vielleicht den einen oder anderen positiven Kommentar habt, dann freut mich das umso mehr.